Herrschaftszeiten, Gerdi. Frag mich doch nicht tausendmal das Gleiche. Moment, bis jetzt habe ich erst 3,5 Mal gefragt, gell? Also was ist jetzt? Kommt unser erster Sommergast allein oder soll ich ein Doppelbett überziehen? Mei, du redest schon wieder einen solchen Schmarrn daher. Zum letzten Mal, es kommt ein Paar. Also doch ein Doppelbett. Sind die verheiratet? Das geht uns nicht so. Sicher nicht miteinander, das kennen wir schon. Du überziehst jetzt ohne Kompromisse dieses Doppelbett. Wo ist denn überhaupt die Leni? Nicht da. Ja, das sehe ich selber. Warum meinst du denn, dass ich frage? Ja, weil sie wissen wollen, wo sie ist. Da ich aber nicht weiß, wo sie ist, kann ich ihnen auch nicht sagen, wo sie ist. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein, danke. Die Unterhaltung mit dir, die war wieder sehr anstrengend. Übrigens, hast du das Zimmer von der Silvi schon hergekriegt? Die zwei kommen doch heute vom Urlaub zurück. Moment einmal. Alles schön der Reihe nach. Ich bin ja schließlich und endlich kein Roboter. Ja. Der hätte wenigstens keine so freche Goschen wie du. Ja, aber ein Haufen Schrauben, die immer locker sind. Es ist doch nicht zu glauben. Die hat doch halbe wieder eine Antwort drauf. Da vergisst man sogar die schönste Wort. Ja, grüß Gott. Na, 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 na. Jetzt wär's aber doch. Ja. Wir sind miteinander aufgestanden, wir haben miteinander gefrühstückt. Was soll jetzt das heißen? Ach, du bist es, ja. Nicht entschuldigen. Mich hat's heute ein bisschen aus die Bahn geworfen. So, jetzt darfst du aber schon langsam aufhören, den sterbenden Schwan zu markieren. Mhm. Also, das verstehe ich nicht. Du glaubst gar nicht, wie mir diese schmachvolle Niederlage das Herz zerfleischt. Mein Gott, nein, das ist doch keine Niederlage, wenn du gar nicht mehr kandidiert hast. Na ja, das schon. Auf der anderen Seite stinkt immer, dass ich diesen Bürgermeisterbrotzen nicht dahin zurückgeworfen habe, wo er hingehört, in den Kuhstall. Ne? Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich von dem ganzen Krampf nichts weiß und nichts höre. Ich meine, wer heute noch freiwillig in die Politik geht, das ist sowieso ein geistiger Kleinrentner. Ne? Ja. Sag einmal, Peter, ja? Weißt du überhaupt noch, was du willst? Mhm. Ha? Du, ich glaube, bei dir kann man sich bloß noch wundern. Eben, ich bin die reinste Wundertüte. Auf Wiedersehen, ja. Auf Wiedersehen. Ja, da, da. Also, Mama. Ich mag's dann. Ja. Hoffentlich hat's auch einen Sinn, dass was wert, gell? Okay, Mama, versuch ich's wert. Ich gehe jetzt die ganzen Ausschreibungen noch mal persönlich durch. Ja. Und der Markus, der hilft mir dabei. Das ist schön von dir, Markus, dass dein Thomas hilft. Ja, freilich. Da haben wir ja wenigstens noch eine Hoffnung. Freilich. So, wir gehen ja noch mal schnell durch, wo wir zuerst angreifen, gell? Du sag einmal, meinst du, dass das gut ist, wenn wir da überall persönlich antanzen? Ja, warum denn nicht? Dann kannst du mit dem Bauherrn gleich über die Konditionen selber verhandeln. Mhm. Und du bist mit deinen Angeboten auf jeden Fall bei den Ersten. Ja, du hast recht. Eben. Gott. Ja. Bin vielleicht fertig. Ja, Tante Leni, wo kommst denn du heute schon her? Okay, frag nicht so dumm. So. Bring mir einen Schnaps. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Brauchst du ein Glasl? Okay, zu was braucht denn ich ein Glas? Ach so, ja, ja, du verrückt. Jetzt geht's mir entschieden besser. Aha. Du, Tante Leni, hast du Probleme? Du wirst jetzt gleich Probleme haben, wenn du es sautum fragst. Ja. Also, Tante Leni, wenn du einen neuen Kavalier hast, brauchst du uns das nicht sagen, wenn es nicht willst, gell? Ich hab keinen alten und keinen neuen Kavalier. Macht's mir bloß nicht narrisch, gell? So, ja, ja, wie du meinst. Ja, einerseits ist es ja deine Privatangelegenheit, gell? Aber andererseits bin ich schon schwer enttäuscht von dir. Was? Wo ich dir mein Herz immer so offen dargelegt habe, gell? Tante Leni, das tut weh. Das tut sehr weh. Ja. Na, also gut. Aber nicht, dass du mich dann auslacht. Ja, das ist ja wohl der Gipfel. Also, ich überziehe stundenlang ununterbrochen ein und dasselbe Bett. Und sie sitzt da herin bei zwei jungen Mannsbrüdern und hat eine Schnapsflaschen im Arm. Also, mir fehlen die Worte. Du, halt du bloß dein Backen, gell? Ich bin sowieso heute so geladen. Ich glaube, da versäumen wir nichts mehr. Komm, gehen wir. Ja, gehen wir. Also bei einem Kavalier warst du nicht. Sonst warst du nicht so grantig.
Ha, ich bin da alles verloren. Ich werde euch schon zeigen, dass die Tante Leni gar nicht so deppert ist, wie immer angenommen wird. Grüß Gott. Ja. Hey, Bruder, ja, was... Was schaust denn du aus? Ach, du musst entschuldigen, ich war momentan nicht ganz momentan, ja. Dann darfst du aber von Glück reden, dass du kein Bürgermeister geworden bist. Warum denn? Ja, weil diese geistigen Ausfälle, die kannst du nicht verheimlichen. Was? Was denn? Bruder! Ha? Du hast doch in der nächsten Zeit jetzt deinen Geburtstag. Ja, gell? Und was stört dich daran? Gar nichts. Du sollst mir nur sagen, was du dir wünschst, und ich kaufe das. Ich wünsche meine Ruhe. Ich wünsche nicht, dieses familiäre Trara zu haben. Ich wünsche nicht, keine Rede zu halten, keine Rede zu hören, keine Blümlein und keine Gedichte. Das ist mein Geburtstag und den will ich alleine feiern. Hast du mich verstanden? Aber Geburtstag muss man doch feiern. Das kannst du doch, aber ohne mich. Also, du bist doch ein Geschörter, Rami. So. Also, Herrschaftszeiten noch meine, du vergunst nicht einmal deiner Familie, dass sie Geburtstag feiert. Ihr könnt feiern. Es ist mein persönlicher Geburtstag und den feiere ich wann und wo ich will. Moment. Na. Also erstens einmal ist ja das eine Unverschämtheit. Was? Und zweitens einmal kann es ja für mich nur gut sein, weil dann braucht er kein Geschenk kaufen. Eben, ja, ja, siehst du. Aber da wird noch geredet, weil das ist noch nie passiert so. Bla, 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 bla. Silvi, du kannst. Weißt was? Jetzt setzen wir uns einfach auf das Sofa, so als wenn wir gar nicht weg gewesen wären. Hm? Ja, oh, ich fass es nicht. Ich bin verheiratet, ich fass es nicht. Also ich sage dir, das schlägt ein wie eine Bombe. Ja, das fürchte ich auch. Weißt du eigentlich, Silvi, dass ich praktisch gesehen jetzt hier der Juniorchef bin? Oh, das sagst du lieber nicht so laut. In der Stangl-Dynastie wirst du als Preuße nicht so viele Chancen haben. Du... Dem kann abgeholfen werden. Ich habe da nämlich eine Idee. Ich werde mein Outfit verändern. Ich werde in diese grässlichen Lederhosen schlüpfen. Na bitte, tu mir das nicht an. Du, ich fühle es ganz deutlich. Seit ich verheiratet bin, hat sich mein Leben verändert. Ich bin unheimlich gereift. Du bist unheimlich gespinnert. Weißt du, was komisch ist? Hm? Eines Teils bin ich furchtbar froh, dass wir jetzt wieder daheim sind und... Und andererseits bin ich so traurig, dass unsere schöne Hochzeitsreise schon vorbei ist. Na ja, Gott, dann müssen wir sie einfach im nächsten Jahr wiederholen. Mhm. Oder im überübernächsten. Oder im überübernächsten. Oder im Hey! Lass mal noch was über von meinem Mädel, gell? Papa, grüß dich. Grüß dich. Na, wie war die Hochzeitsreise? Ja, wir sind wieder da. Ja. Es ist vollbracht. Was? Nein, nicht das. Nein, es war prachtvoll. Da bin ich wieder. Ja. Hey, Toni, du brauchst dich doch nicht gleich, wenn du heimkommst, wieder hinter die Theken stellen. Ach, hier ist mein Platz. Hier fühle ich mich wohl. Na ja, auch gut. Aber weißt du, was ich da sag? Dass ihr ausgerechnet im Urlaub geheiratet habt, das ist ein dicker Hund. Na, das mit der geplatzten Hochzeit hier zu Hause, das war doch wohl auch ein dicker Hund. Hä? Und das wollte die Silvi und ich nicht noch mal durchmachen. Wieder ein lebenslänglicher. Dann darf man ja wohl gratulieren. Das stimmt. Na ja, ich meine, mir ist ja recht, gell? Aber bei den Frauen wird heute das Gejammer losgehen. Oh, Papi, ich bin ja so glücklich. Ja, das freut mich auch. Aber bitte verschon mich mit deinem Papi. Wieso? Das klingt doch schön. Das klingt nicht schön, das klingt bescheuert. Mhm. Wenn schon, dann Papa. Papa. Ja, das klingt auch blöd. Nein, ein weiches, lockeres Bö. Bö, verstehst? Ach so, ja. Baba. Vergiss es. Was wieder mal beweist, wie unterentwickelt so ein Preis ist. Und nicht einmal Papa so. Wie soll er denn auch bei dem Dialekt? Na, jetzt. Aber meinen Sie, bei Ihnen klingt's besser? Ja. Wissen Sie was? Ich versuch's erst gar nicht. Ja. Ist auch besser. Also, dass du uns das antust, Silvi, na. Ja. Und uns eine schöne Hochzeitsfeier bringst. Ja. Und das schöne Hochzeitskleid vollkommen umsonst. Ui, 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 ui. Das kann dir ich bei unserer Hochzeit erzählen, gell, Jerry? Gemach, gemach. Was sagst du jetzt da, Stefan? Ha?
Die zwei heiraten ganz heimlich, ohne Familie. Liebe Schwiegeroma, bitte, bitte, bitte nicht aufregen. Ihr regt mich aber auf. Ihr regt mich auf. Ich mach einen Schnaps. Oh, ja, was die meine blassblauen Augen. Mein Sonnenschein ist wieder da. Komm an die Brust deines Opa. Geil, Opali, du regst dich nicht auf. Worüber soll ich mich denn aufregen? Oh, Papa, wir sind verheiratet. Was? Geh, jetzt sagst du nichts mehr, ha? Ach, Stangl-Opa, ich habe da einige sensationelle Ideen entwickelt für Neuerungen beim Stangelwirt. Pass auf, lass dir nicht sagen. Du bist so jetzt durch die Heirat mit meiner Enkelin ein Familienmitglied. Mhm. Aber wage es ja nicht, irgendwelche neuen Gedanken hier bei uns einzuführen. Das Sagen hab immer noch ich und ich. Das ist ja schon gut, ich sage ja schon gar nichts mehr. Wobei, man könnte vielleicht Toni, als Beispiel... Toni, ich bin ein bisschen müde vom Flug. Ich leg mich ein bisschen hin. Hm? Liebling, wenn du müde bist, so bin auch ich müde. Opa, dein Arm. Liebling, lass uns fliegen. Hm? Ich fliege auf. Was? Da, du Schürz, die Jäger. So, da kommt auf mein Schürz. Sehr schön, Vater. So. Jetzt habe ich einen Bräuschnack. Jetzt wär's gefährlich. So. Dankeschön, lieber Stangl. Ja. Wie versprochen, wir machen jetzt Urlaub bei Ihnen. Der Hühnermarde ist schon wieder da. Schnell, einen Arzt, der kippt um. Aha. Der schwächelt bloß ein bisschen. Lieber Harry, ich hab dich gewarnt. Wir dürfen doch den guten Stangl nicht so überfallen. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Na, wer sagt denn das auch? Ja, der ausschaut wie aus einem Witzblatt entsprungen. Ach, Dickerchen, sollen wir nicht besser... Sag doch nicht immer Dickerchen zu mir. Du weißt doch, dass ich abgenommen habe. Also, Harry Winfried, pass mal auf. Ich meine, du hast ein paar Mal unser Dorf unsicher gemacht und darüber haben wir jetzt besondere Anordnungen getroffen. Seitdem sie nämlich bei uns durchfahren, gehören unsere Hühner und Gänse zu der vom Aussterben bedrohten Tierart. Ja. Und was nämlich noch viel schlimmer ist, seitdem sie unseren Gockel überfahren haben, muss unser Opa in der Früh immer selber krähen. Ja, damit unsere Hühner aufwachen. Die Hühner. Oh Gott, sind die blöd. Ich kann's nicht mehr hören. Also, ich würde eins sagen, das trifft sich ja großartig. Wenn Sie dann so morgens gegen 9 Uhr krähen könnten, denn wir wollen nämlich etwas ausschlafen, nicht Mäuschen? Sicher, Dickerchen. Gut, Dorte, Herr Stangl, bitte unsere Koffer, wir gehen. Immer nach Ihnen, Herr Weinfurt. Ja, was ist denn, was? Halt! Was denn? Sag mal, Vater, möchtest du vielleicht deine Gäste die Koffer selber tragen lassen? Nein, das lasse ich nicht, die tragst du. Es ist unglaublich, was gehört. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße, lieber Holdendold. Sagen Sie, haben wir heute Föhn? Ich habe einen Kopf zum Platzen. Sie sehen aber auch nicht besonders gut aus. Grüß Gott beisammen. Ah, der Herr Kaplan ist auch schon unterwegs. Ist das nicht ein Traumwetter heute? Ja, Holdendold, Sie sehen aber nicht gut aus heute. Ja. Grüß Gott, liebe Gemeindekinder. Oh, da hab ich's mir doch gedacht. Ich hab's ja gleich gewusst. Mein Gott, sehen Sie schlecht aus. Ich bin's langsam leid, immerfort meinem Fahrrad hinterher zu rennen. Wer seine Schäfchen kennen will, muss unter die Herde gehen. Außerdem beantrage ich die dringende Anschaffung eines zweiten Fahrrades bei diesen vielen Hausbesuchen, die ich zu tätigen habe. Aber doch bitte nicht mit meinem Fahrrad! Bitte, meine geistlichen Herren, nur keinen Streit vermeiden. Also ich glaube, ich kann versichern, dass die Gemeinde durchaus in der Lage ist, ein zweites Fahrrad für den Gemeindehof anzuschaffen. Verfolgt mich doch nicht bis zu meinem letzten Zufluchtsort heute! Ich verbiete dir! Mei, schauen Sie schlecht aus, dass du noch länger da bei den Haferlschurtetten herinnersitzt.
Wir haben was und wir sagen was, klar? Ja, von mir aus. Ich mag aber nicht nach Ohio. Da kenne ich ja keinen. Das werde ich dir dann schon sagen, was du magst. Nun, Stingel, einerseits heißt es schon in der Bibel, du sollst dein Weib achten. Andererseits heißt es aber auch, das Weib soll dem Mann im Untertan sein. Ja, Schmarrn, Sie haben die verkehrte Bibel gelesen. Und du bist in einer Stunde daheim nüchtern. Ein Wasser. Was sagst du jetzt zu der Wahl, hä? Ja, wie fühlst du dich denn so als frischer, jungfräulicher, neu gewählter Bürgermeister? Stangl, ich hab's doch gewusst, dass du dich freust über meine Wiederwahl. Bist halt doch mein bester Freund. Ah! Herr Pfarrer, nehmen Sie ihn sofort mit zur Beichte, der liegt schon wieder. Sag ihm Bescheid, 16 Uhr, Stuhl 3. Ja. Mein Gott, Frau Stangl, ja. Sie glauben ja gar nicht, was man da alles bedenken muss, gell, wenn man so eine große Reise vor sich hat. Ja, wollen Sie jetzt wirklich selber dann überfahren in dieses Ohio? Ja, freilich. Sie, das muss ja nicht sein. Wissen Sie was, Frau Birnstingl? Das erzählen Sie mir alles, wenn Sie wieder zurückkommen, gell? Uschi, bedien du weiter. Ja, freilich. Aha. So ist recht. Jetzt lasst es mir einfach stehen und ich bin noch gar nicht fertig. Das ist nur der Neid. Glauben Sie es mir, der blanke Neid ist das. Das glaube ich nicht. Was tat denn die Frau Stangl mit einer Rentsch? Was kriegst du denn? Ja, lassen Sie mir doch Zeit. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Ja, Fräulein Frieda, grüß einer Gott. Wissen Sie das schon von meiner Erbschaft? Ja, ja. Sie sollen da irgendwo ein paar Rindviecher geerbt haben. Oh, ein paar Rindviecher. Eine Ranch. Was? Ja. Ha? Und jetzt weiß ich auch, was ich will. Ein T-Bone-Steak. Sie meinen wahrscheinlich ein T-Bone-Steak. Ja, richtig. Das ist genau das, was da aus der Hüften rausgeschnitten wird, gell? Na, nicht bei mir, bei den Rindviechern natürlich. Sowas haben wir fein nicht, gell? Ein schönes Schweinskotelett könnt ihr noch anbieten. Wenn ihr T-Bone Steak wollt, dann will ich kein Schweinskotelett. Also gut, dann packen Sie mir halt zwei ein. Das ist so, Fräulein Frieda. Einerseits belastet mich diese Wucht der Erbschaft ja ganz fürchterlich, gell? Aber andererseits ist es natürlich auch ein sehr beruhigendes Gefühl, so wohlhabend und so vermögend zu sein. Stimmt so. Wenn Sie mir geistig folgen können. Auf meiner Ranch bin ich König. Spunner hat's ja allweil schon, aber ja. Jetzt rat's total durch. Ich erschrick auch jedes Mal, wenn's in den Laden reinkommt. Was kriegst du denn heute, Fräulein Frieda? Ja, was krieg ich denn heute? Was krieg ich denn heute? Ah, drei Scheiben Leberkäse, bitteschön. Ja. Ich sag's Ihnen, seit neuestem liegen sich die zwei geistlichen Herren nur noch in die Haare wegen dem depperten Fahrradl. Immer wenn's der Kaplan grad hat, braucht's akkurat der Pfarrer auch. Wir zwei kleine Buben führen sie sich auf. Ja, mei, mit dem Mannsbild, da muss man sich halt irgendwie rumärgern, gell? Da machen selbst die Pfarrer keine Ausnahme, nicht? Grüß Gott, beieinander. Grüß Gott. Ach, grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Gut, dass ich sie sich. Ihr unterstützt mich doch sicher auch bei meiner Sammelaktion für ein neues Radl für unseren Herrn Kaplan. Naja, warum nicht? So ein Radl kostet ja nicht weit, oder? Zwei Schnitzel, bitteschön. Ja. Ich krieg dasselbe, aber Schnitzel, gell? Also, ich weiß nicht recht. Früher sind doch die Pfarrer auch schon zu Fuß gelaufen. Früher ist nicht heut. Heut fahren die geistlichen Herren ja schon mit dem Mofa rum. Nein, wir wollen nichts übertreiben, gell? Ist die Frau Stangl nicht da? Freilich. Frau Stangl! Also, Frau Bürgermeister, ich komme dann mit der Sammelliste für das Radl für mein. Unseren Kaplan, gell? Hoffentlich bin ich dann grad daheim. Ja. Ja, Fräulein Frieda. Ich mein, es war gescheiter, ihr sammelt's für eine neue Heizung in der Kirche. Man kann ja im Winter nicht einmal mehr singen, weil es vor lauter Kälte muss man ja mit die Zehen klappern. Das ist das Nächste, wofür wir sammeln. Mhm. Also für gut benannt, kommen Sie gleich mit, Frau Wagner. Na gut, wiedersehen. Wiedersehen. Grüß Gott, die Damen, und auf Wiedersehen. Grüß Jussi. Was tust denn du da? Du sollst doch da nicht mehr reingehen. Magst du mich vielleicht ärgern, ha? Nein, ich mag eigentlich ganz was anderes. Was denn? Ein paar Wiener? Nein. Ich hab da eher an einen Busserl gedacht. Nein, kein Busserl. Geh, Uschi. Jetzt weißt schon so lang, wie gern ich dich hab. Und dein kleiner Scheißer auch. Mein Steffel, ich bin nix für dich. In deiner Familie wird gewiss keiner scharf drauf sein, dass du eine mit einem ledigen Kind heiratst. Ja, wir reden da gleich vom Heiraten. Siehst das? Du bist wie alle anderen auch. Ein bisschen ein Vergnügen, aber ja keine Verantwortung. Du, das habe ich schon mal gehabt. Da ist kein Bedarf mehr da. Uschi, so war doch das überhaupt nicht gemeint.
Natürlich darf ich die heiraten. Irgendwann einmal. Weißt, Steffel, ich mag dich ja wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass du so bist wie die anderen. Aber mei, du bist halt noch so jung und ich möchte nicht wieder enttäuscht werden. Geh, du Dummerl. Ich möchte dich ganz bestimmt nicht enttäuschen. Ach du lieber Gott, geht jetzt das schon wieder los, ha? Also, Uschi, ich muss schon sagen, ich bin sehr enttäuscht von dir. Und du schau, dass du schwingst, bevor dein Vater kommt. Oma, das ist wirklich ganz anders, als du meinst. Freilich, ich hab Halluzinationen. Mei, bitte schön, Frau Stangl, sind's mir nicht besser. Es soll nie wieder vorkommen. Ich bin halt so allein und ich mag einen Steffel wirklich gern. Ja, das glaube ich dir sogar, Uschi. Ich mag ihn auch gern. Darum verstehe ich dich auch. Aber an Komplikationen dieser Art ist bei uns kein Bedarf mehr. Also, was, Bub, die hätte ich für gescheiter gehalten. Warum wisst ihr eigentlich immer alle besser, was gut für mich ist und was nicht? Warum der von allen anderen einen Fehler machen und ich nicht? Ich bin bloß neugierig, wann ich für mein Leben endlich mal selber entscheiden darf und nicht immer die ganze lästige Familie dreiredet. Du, das eine sage ich dir gleich, weil ich diese lästige Familie immer noch trägt und hält und weil das Maß für heuer voll ist. Herrschaftszeit, Kleine! Komm, Uschi, du gehst jetzt mit mir in den Kühlraum rein, dass dein Kopf ein bisschen kühler wird, gell? So. Du, ich glaub, unsere Aktion war ein voller Erfolg. Ja, ich hab das doch gesagt. Wenn wir zwei mit unserem vertrauenserweckenden Geschau und unseren Angeboten kommen, dann haut das schon hin. Du, das sind grob zusammengerechnet 50, 60 bis 70.000 Mark Auftragshöhe. Ja, vorausgesetzt, es klappt. Aber es ist schon gigantisch. Schau mal her, drei habe ich schon fast sicher und den vierten muss man bloß noch überzeugen. Ja, und jetzt geht's bloß noch um Kalkulation. Und da bleibt garantiert was hängen. Herrschaftszeiten. Jetzt braucht er ganz dringend die Silvi, dass die Angebote hinauslässt. Mhm. Ah, die Herren zurück von der Erfolgstour. Kann man so sagen, ja. Mhm. Stefan, schau dir mal das an. Na ja, das ist recht schön, aber das sagt gar nichts. Stefan, wir sind mit unseren Preisen durchaus konkurrenzfähig. Ja, und wenn du gut kalkulierst, dann hast du die Aufträge schon in der Tasche. Genau, und die Angebote, die gehen heute noch aus. Und wenn ich die ganze Nacht da hock. Ja, und dann haben wir ja noch eine Überraschung für dich, Baron. Ich bin neugierig. Wir waren beim Bürgermeister. Beim Bürgermeister? Ja. Ja, ihr Verräter, ihr! Komm, 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 Vater, jetzt hör endlich auf mit dem kindischen Theater. Ein Stangl, Opa, eine Bürgermeisterkandidatur, das ist eine Sache. Ja. Und das Geschäft eine andere. Aha. Genau. Und du hast uns ja schließlich auch nicht gefragt, ob es uns recht ist, wenn du Bürgermeister wirst. Bin ich vielleicht Bürgermeister geworden? Aha. Außer Rücksicht von der ganzen Familie habe ich großzügig darauf verzichtet. Oh, Vater, wir danken dir. Und sollte das Freizeitzentrum gebaut werden? Dann kann den Auftrag für den Pavillon eigentlich nur einer kriegen. Weißt du, nicht mir? Das habe ich bereits schriftlich. Also jetzt bin ich platt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich, das ist sonnenklar, bei dieser Abstammung.